Doch 2021 ist das anders. Queen Elisabeth II. Wird nicht einmal im Stadion sein, UEFA-Boss Alexander Zeferin wird die Siegerehrung durchführen. Doch warum nicht die Queen? Das hat zwei Gründe. Zum einen ist zwar London der Finalort, allerdings ist ganz Europa offiziell der Veranstalter. Somit geht die Verantwortlichkeit der Pokalübergabe an den UEFA-Präsidenten. Zudem wird die Queen aufgrund ihres hohen Alters von 95 Jahren nicht im Stadion sein, Prinz William und seine Familie werden die Three Lions wieder aus der Ehrenloge anfeuern. 1966 übergab die Queen bislang Englands einzigen Pokal an Kapitän Bobby Moore. England hatte gerade nach einem 4:2 in der Verlängerung gegen Deutschland die WM gewonnen. 1996 ging die EM an Deutschland. Oliver Bierhoff schoss die DFB 11 mit seinem Golden Goal gegen Tschechien zum Titel. Kapitän Jürgen Klinsmann empfing die Trophäe ebenfalls von der Monarchin. Harry Kane oder Giorgio Chiellini müssen sich also mit Alexander Zeferin zufrieden geben, dem künftigen Europameister wird's wohl egal sein. Am Sonntag spielen England und Italien, 21 Uhr, im Wembley um den EM-Titel.